Bad Segeberg. In der Nacht zum Sonntag haben ein oder mehrere unbekannte Täter gegen 4.45 Uhr einen Papiercontainer vor der Volkshochschule in der Lübecker Straße angezündet. Der Container ist vollständig abgebrannt. Durch die Nähe zur Fassade der Volkshochschule entstand ein leichter Gebäudeschaden, bei dem auch ein Fenster am Erdgeschoss durch die Hitzeeinwirkung zu Bruch ging. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sollten sich umgehend mit der Polizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551 8840 in Verbindung setzen.